Ja, so neue Wege haben grundsätzlich etwas aus meiner Sicht mit Zielen, Wünschen und Träumen zu tun. Jeder Tag ist neu, neue Herausforderungen, neue Menschen, neue Aufgaben, neue Lösungen. Ich habe mit meinen Leuten zusammen ein Gefühl geschaffen, in dem wir fair und ehrlich miteinander umgehen. Also die besten Arbeitsbedingungen, die ich mir zumindest wünschen kann. Um bei der ARAG erfolgreich zu sein, muss ich lernwillig sein, bereit sein, aber auch das Gelernte an andere weiterzugeben. Wenn im Team gute Leistungen erbracht werden, dass die quasi just in time in das Team getragen werden über diese sozialen Medien und somit zu mehr Anreiz, Ansporn und Teamgeist führen. Und der Name ARAG ist auch draußen sehr, sehr bekannt. Das heißt also, wir können uns auch mit einfachen Mitteln Scheibenkleister. Ich bin's, Entschuldigung. Wir haben individuelle Kunden, wir haben unterschiedlichste Kunden jeglicher Couleur, vom Gutverdiener zum demjenigen, der vielleicht gerade erst den Beruf durchstartet, der Student oder auch Kinder, Familien. Also alles, was man sich vorstellen kann, die ganze Bandbreite, und das ist toll. Also bei der ARAG ist erstmal das erste Credo, geht nicht, gibt's nicht. Das heißt, durch flache Hierarchien und dem Familienunternehmen schaut man immer nach Lösungen für die Probleme. Das heißt, es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben, und dafür suchen wir die Lösungen gemeinsam. Wir, Team, Unterstützung, Erfolg, Power und damit ARAG. ARAG bietet vielen ein Zuhause, eine Langfristigkeit in der Planung, in der eigenen Karriereplanung, und daher kann ich nur jeden motivieren, den Versuch bei der ARAG zu starten. Wenn dein Ziel ist, möglichst vielen Menschen sowohl privat als auch Geschäftskunden weiterzuhelfen, dann bist du bei uns genau richtig. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wie so einen Beruf haben zu dürfen, der mit kreativen Mitteln Erfolg generiert. Und dann in einem Team von Kollegen zu arbeiten, die man wertschätzt, denen man gegenüber loyal ist, die man mag, das macht einfach Spaß. Weil Ehrlichkeit schafft Vertrauen, und ohne Vertrauen funktioniert es nicht.